Im Oktober ging es für die jungen Patienten der Innsbrucker Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie hoch hinaus. Gemeinsam mit Everest-Bergsportlegende Peter Habeler haben sie die Felswände im Klettergarten in Ötz erklommen. Der Profi erklärte den Kindern, wie die Ausrüstung richtig angelegt wird und alles andere rund ums Klettern. Ich finde das ganz toll. Dieses Programm finde ich deshalb toll, weil ich selber ein begeisterter Kletterer bin, weil ich um die Wichtigkeit der Bewegung im jugendlichen Alter, im Kindesalter weiß und weil ich natürlich weiß, dass die Kinderlein natürlich es alle nicht leicht haben. Ja. Aber ich finde, dass Klettern und natürlich das sich identifizieren mit dem Fels und das tun sie, wenn sie klettern. Das bringt neue Kräfte, es bringt neue Möglichkeiten und genau wie es bei mir war. Ich bin als Kind natürlich schon in das reingerutscht, in diesen ganzen alpinen Bereich und bin einfach froh, weil ich weiß, dass alles, was das Kind lernt, ist gleich, ob es jetzt nicht ganz gesund ist oder ganz gesund ist, dass das haftet einfach lang. Das ist dann ein intuitives, ein instinktives Klettern. Und deshalb finde ich dieses Programm, das die Klinik und die Klinik in Innsbruck jetzt praktisch aufgetan hat, finde ich einfach ganz hervorragend. Klettertherapie gehört seit kurzem zum Angebot der Klinik, denn Klettern schult viele Fähigkeiten. Gerade im therapeutischen und pädagogischen Bereich hat es eine positive Wirkung auf die Psyche und das Miteinander. Ich bin ganz froh, dass wir das Projekt Therapeutisches Klettern mit unseren Kindern und den Jugendlichen der Klinik verwirklichen können. Es hat etwas Zeit gebraucht, bis wir es angehen durften. Jetzt haben wir das Material, jetzt dürfen wir heute sogar mit einem prominenten Bergsteiger klettern gehen. Ich freue mich sehr darüber, kriege ganz viel positive Rückmeldung von Kindern und Jugendlichen und es trägt unheimlich zur Selbstwertsteigerung bei, zum Wohlbefinden. Die Kinder probieren was aus, die Kinder überwinden ihre eigenen Ängste, sind stolz, sie wollen alle gerne mitgehen und ich bin wirklich ganz zufrieden, dass wir das den Kindern anbieten können.